Zwei Generationen, ein Unternehmen. Gründer Rainer Kotlewski und Jungunternehmer Christopher Schuster ist gelungen, was längst nicht mehr überall so reibungslos funktioniert. Ein gesundes, inhabergeführtes Unternehmen an die nächste Generation übergeben. Beim Gebäudereinigungsbetrieb Trebin Clean GmbH hat die Zukunft längst begonnen. Seit 2020 lenkt Christopher Schuster die Geschicke des Unternehmens und der einzige Gründer steht ihm weiterhin beratend zur Seite. Es war eigentlich ein Prozess, der sich mittlerweile ja über 2 Jahre hingezogen hat, von der Kontaktaufnahme über die Gespräche, über das Verständnis gegenseitig, was die Mentalität, aber auch für mich sehr wichtig, Erkennen der neuen Herausforderungen mit der Digitalisierung, die nun mal auch in unserem Gewerk ansteht, wo man mit fast 70 Jahren natürlich seine Probleme hat. Die Digitalisierung ist deswegen eines der Herzensprojekte, denen sich Christopher Schuster nun zunächst widmet. Für den gelernten Metallbaumeister steht die Zukunftsfähigkeit von Trebin Clean an erster Stelle. Wir haben dieses Jahr am 7. Oktober unser 30-jähriges Betriebsjubiläum. Und meine Ziele sind, die Firma erstmal so zu erhalten, wie sie jetzt momentan dasteht, mit dem Kundenstamm, den wir haben. Wir haben ca. 600 Kunden, die wir betreuen zurzeit, unter anderem Klasskunden, aber auch Unterhaltskunden wie Büroräume und Industrieräume. Zum Kerngeschäft von Trebin Clean gehört die Grundreinigung von Büro-, Industrie-, Schul- und Kita-Räumen. Darüber hinaus die Bau- und Feinreinigung, Glasreinigung sowie Grünanlagenpflege und Straßenreinigung. Ganz neu dabei ist die Solaranlagenreinigung. Aus dem einfachen Grund, weil die Werterhaltung dadurch gegeben ist und wir haben ein positives Ergebnis, bis zu 30% Wertsteigerung. Dass Trebin Clean nach 30 Jahren Firmengeschichte nun für den Preis der Wirtschaft nominiert ist, für beide eine Ehre. Bedeutet mir eigentlich unter dem Gesichtspunkt sehr viel, weil eben 30 Jahre Geschichte und Arbeit meinerseits auch drinstecken und man sich glücklich schätzen kann, wenn es in den nächsten 30 oder mehr Jahren auch planmäßig alles so weitergeht, natürlich mit den neuen Voraussetzungen und Anforderungen, die nun mal stehen. Ist eine Chance, vielleicht ein bisschen bekannter zu werden im Umkreis in Teltow-Fleming. Und dadurch sehe ich eine Chance, sage ich mal, die Arbeitsplätze zu sichern und auch ein bisschen weiter voranzutreiben.